Ich war für euch bei der Dünde Pilar, habe ein bisschen gefilmt. Es war super voll, normalerweise ist es nicht so voll. Diesmal war es für meine Verhältnisse sehr voll. Ich kann mir Fakten nicht so gut merken. Und daher dachte ich, ich lese euch mal vor, was in Wikipedia so steht. In Wikipedia steht Folgendes. Die Dünde Pilar, auch Grande Dune du Pilar, an der Atlantikküste bei Arcachon, ist die höchste Wanderdüne Europas. Sie hat einen Nord-Süd-Verlauf und ist bis zu 110 Meter hoch, 500 Meter breit, etwa 2,7 Kilometer lang und liegt an der Meeresöffnung des Bassins Arcachon, südlich des Städtchens Arcachon und des Vorortes Playa sur Mer, gegenüber von Cap Vert. Auf der Westseite, zum Meer zugewandt, hat sie eine Steigung zwischen 5 und 20 Grad. Die Oberseite fällt stark ab 30 bis 40 Grad. Die Düne hat eine reine Sandfläche von 135 Hektar, der umliegende Wald etwa 4000 Hektar. Da diese Gegend von großem ökologischem Interesse ist, wurde sie 1978 zum Naturschutzgebiet erklärt. Sie ist auch Uferzone des Meeresnaturparks Bassin de Arcachon. Das ist das, was Wikipedia sagt. Ich finde diese Düne total beeindruckend. Wenn man darauf geht, hat man so ein bisschen Wüstengefühl. Es ist einfach ein unfassbar großer Haufen voller Sand. Es ist unglaublich anstrengend, da hochzulaufen. Es macht unfassbar viel Spaß, wieder runterzulaufen. Und ich habe noch nie einen Sonnenuntergang dort gesehen, aber ich glaube, ein Sonnenuntergang ist richtig hübsch dort. Ich habe den verpasst. Ich bin dann nach Hause gefahren, bin auf dem Weg nach Hause nochmal woanders lang und habe mir am Meer den Sonnenuntergang angeschaut, was richtig schön war. Die Gegend ist sehr bekannt hier in Frankreich. Die Franzosen lieben diesen Sandhaufen. Ist auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit hier, die man mal besucht haben sollte. Aber der Ausstieg ist anstrengend. Ich würde die gern meiner Mama zeigen. Ich bin nicht sicher, ob sie es hochschafft. Ich muss jetzt trainieren mit dem Stairmaster. Mama schleppen. Damit sie das auch mal sehen kann. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Ich würde gerne, dass sie sich das auch mal anguckt. Der Ausblick ist fantastisch. Und was mir sehr, sehr gut gefällt oder was ich unheimlich schön finde, ist dadurch, dass man ja auf so einem Sandhügel steht, hat man rechts diesen ganzen Wald. Jetzt leider zur Hälfte abgebrannt, aber man hat so Wald auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man komplett das Meer. Und das finde ich so schön. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Wenn ihr mal in der Ecke Bordeaux seid, guckt bei der Dune de Pilar vorbei. Ist ein bisschen Sport, aber ist schön. Ich freue mich sehr, dass ihr das Video geschaut habt. Ich hoffe, euch gefällt es. Es sind ein paar Ruckler, ein paar Wackler drin. Ich habe mit der Insta 360 aufgenommen. Ich bin noch nicht so warm mit der. Ich bin noch nicht so 100% überzeugt mit der. Aber was Spaß macht, ist, dass man einfach mit der rumlaufen kann und dadurch alles gefilmt hat. Aber ich bin noch nicht ganz sicher mit der. Mal gucken, wie es in Zukunft wird. Nehmt mir also die Kameraführung nicht übel. Das ist, weil ich versucht habe, das im Handy irgendwie zu machen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ich hoffe, euch gefällt das Video. Lasst einen Daumen hoch da. Ich hoffe, ihr konntet einen kleinen Eindruck gewinnen von der Dünde Pilar. Ich wünsche euch was. Tschüss, amigos, amigas. Großes Herz an euch.